Hallo, also heute haben wir die 5. Etappe, gestern war Halbzeit, wir sind hier in Livigno, super schöne Berge, heute endlich Sonnenschein und wir hoffen, dass es mal nicht schneit auf der Etappe. Wir werden heute hier locker in Livigno losfahren, eine kleine Runde durch den Ort, dann wird es über einen kleinen steilen Anstieg geben, ich schätze, wir werden die ersten schieben müssen, weil einfach auch zu viel los ist. Und dann über super geile Trails, über den Passo Trela, Richtung Bocchetta di Forcola, einer alten Passstraße, die vom italienischen König gebaut wurde. Geht sehr steil, ein ganz toller Trail bergauf, bis überhalb vom Umbrailpass. Dann haben wir den höchsten Punkt der Transalp erreicht, auf 2738 Meter. Von dort aus geht es dann 35 Kilometer bergab ins Finchgau und dann circa nochmal 40 Kilometer Richtung Naturns mit kleineren Bergen. Insgesamt werden wir dann heute 122 Kilometer fahren und ich denke, es ist die längste und härteste Etappe wahrscheinlich dieser Transalp. Ja, ich bin der Peter Schlickmüller, meines Zeichens der Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002. Mittlerweile zurückgetreten vom Skilanglaufsport, vom Hochleistungssport. Und jetzt genieße ich letztlich das Mountainbiken, Outdoorsport, Ausdauersport jeder Art. Und kurz zur heutigen Etappe, ich glaube, heute steht so der erste Hammer auf dem Programm. Viele Höhenmeter, der höchste Pass mit der Bocchetta Forcola und dann vor allem das flache Stück noch Naturns. Also das wird schon eine Herausforderung für uns alle. Von daher glaube ich, wird am Anfang gerade so die ersten Meter genießen angesagt sein, weil hart wird es von alleine und deswegen dann danach Arschbacken zusammenkneifen einfach durch. Kommen zur 5. Etappe der Yandex Bike Transalp 2008 von Livigno nach Naturns in Südtirol. Ja, hallo, ich bin der Udo Pöls von Team Cube und ich freue mich auf die heutige sogenannte Königsetappe von 122 Kilometern. Ich glaube persönlich, dass es nicht so schwer wird, weil nach 40 Kilometern hat man eigentlich nur noch fast runter bis ins Ziel und ich denke, das ist für alle Teilnehmer machbar. Thank you.
Also, ich bin Frank Lehmann und ich war zusammen hier mit dem Uwe Harder. Jetzt das dritte Mal die Transit. Und heute die fünfte Etappe ging von frostigen Livigno bis halt hier ins schönen sonnige Naturen. Das war die längste Etappe heute mit, ich glaube, 122 Kilometer über das Dilfster Joch. Hat mal schön Berge. Und am Ende dann schön flach hier durch die Obstplantagen mit gut Rückenwind zum Einfahren.